Die Insider, die spannendsten Journalisten des Landes, diskutieren die Themen des Tages. Die Insider, kontroverse Positionen und spannende Einblicke hinter die Kulissen. Die Insider, nur auf OE24TV. Herzlich willkommen zurück auf OE24TV. Schön, dass Sie an diesem Dienstagabend auch bei unserem Insider mit dabei sind. Und wir begrüßen recht herzlich die ehemalige Politikerin und auch Lehrerin Maria Stern. Vielen lieben Dank für Ihr Kommen. Schönen guten Abend. Und auch den Rechtsanwalt und Autor Tassoli Valentin. Vielen lieben Dank für Ihr Kommen. Danke. Wir blicken noch einmal zurück zu gestern. Der 1. Mai stand natürlich ganz im Zeichen des Tags der Arbeit. Und ich darf gleich bei Ihnen anfangen, Frau Stern. Sie haben diesen Tag der Arbeit auch am Wiener Rathausplatz verbracht, dort, wo auch die Sozialdemokratie gestern aufgetreten ist. Was war denn Ihr Eindruck? Ich bin hingegangen, weil ich 2016 auch schon dabei war und live miterlebt habe, wie Werner Faymann ausgebuht und ausgepfiffen worden ist. Und ich habe mir gedacht, naja, es ist vielleicht wieder mal an der Zeit, auch unter den gegebenen Umständen zu schauen, wie die SPÖ dieses Jahr mit dem 1. Mai umgeht. Vor allen Dingen auch die Anhänger, Anhängerinnen. Es waren wahnsinnig viele Menschen, das waren Zehntausende am Rathausplatz. Das war sehr beeindruckend. Und was mich wirklich auch im Nachhinein noch fasziniert, ist die ungeheure Parteidisziplin, die die SPÖ gestern gezeigt hat. Weil wir sind ja, die SPÖ hat ja gerade einen Machtkampf. Und die drei Kontrahentinnen sind einander nicht ins Gehege gekommen. Bei allen dreien Reden sind sie sehr respektvoll miteinander umgegangen. Natürlich hat es kleine Seitenhiebe gegeben, aber alle sehr respektvoll. Und wenn es der SPÖ gelingt, diese Parteidisziplin, die sie gestern gezeigt hat, auch in ihre neue Ära zu tragen, sprich nachdem klar ist, wer die SPÖ weiterhin anführen wird, dann kann ich mir gut vorstellen, dass es der Beginn des Revivals der Sozialdemokratie in Österreich war gestern. Und das ist eine gute Nachricht. Herr Tassilo, Herr Valentin, sehen Sie auch diesen gestrigen Tag als Revival für die Sozialdemokratie? Naja, ich muss generell sagen, dass ich mit dem 1. Mai so ein bisschen meine Probleme habe, ja? Weil diese ganzen Veranstaltungen, nämlich übergreifend, parteiübergreifend, halte ich für relativ entbehrlich, grundsätzlich. Ja? Und es ist so ein Ritual der 50er Jahre. In Wirklichkeit amüsiert es mich immer ein bisschen, ist es mal generell gesagt, überhaupt, ja? Parteiübergreifend. Da stehen Berufspolitiker, die ihr Leben lang keinen Beruf gelernt haben, in der Privatwirtschaft waren, so Spitzenpolitiker, und die stellen sich da auf die Bühne und winken den Leuten zu, die nämlich wirklich arbeiten müssen und wirklich schauen müssen, wo das Geld herkommt und unter Teuerung leiden und so weiter. Und sich diese Spielchen wie in der Spitzenpolitik nicht leisten können. Ja? Und das entbehrt nicht eines gewissen Humors, diese ganzen Veranstaltungen. Ich sehe das mit der Parteidisziplin nicht ganz so, aus einem bestimmten Grund. Ja, natürlich, man hat jetzt nicht offen übereinander hergezogen. Aber es war schon ganz klar, die SPÖ in Wien hat sich jetzt zur FPÖ abgegrenzt. Das ist aus meiner Sicht ein klares Bekenntnis Richtung Randy Wagner. Auf der anderen Seite haben wir ein bisschen das Doskozil-Lager, das sich da eben nicht abgrenzt. Dann haben wir den Babler gehabt, woanders. Also die sind da schon separat aufgetreten. Jeder hat da seine Linie vertreten und da hat man schon gesehen, es gibt natürlich einen Richtungsstreit in der SPÖ. Und die SPÖ ist eine zerrissene Partei, nämlich jetzt nicht wegen dieses Machtkampfes, sondern auf der einen Seite sind ihnen die Kommunisten auf den Fersen, wie man das in Salzburg sieht, und auf der anderen Seite driften viele in Richtung FPÖ ab. Also das ist ein Spagat, der sehr spannend sein wird, wie man den in Zukunft überhaupt bewältigen will. Denn diesen Spagat hat die SPÖ ja immer schon gehabt und das hat sie auch zur Volkspartei gemacht, dass sie sowohl in den linken Rand ausstrahlt als auch in den rechten. Und genau mit diesem Spagat muss die SPÖ schon seit vielen, vielen Jahrzehnten leben. Und ja, natürlich findet da auch gerade ein Richtungsstreit statt. Und das ist auch gut so, er findet auf offener Bühne statt. Und was mich so fasziniert ist, dadurch, dass dieser Richtungsstreit jetzt auch medial ausgetragen wird, sind plötzlich ganz viele SPÖ-Politiker und Politikerinnen zu hören und zu sehen. Eine Julia Herr, ein Chapp, der Alois Stöger, die sind jetzt alle endlich wieder medial präsent. Ich erinnere nur an die türkise Bubble-Partie mit ihrer Message Control, wo alles dafür getan worden ist, dass die Sozialdemokratie eben nicht zu Wort kommt. Sie ist jetzt wieder am Wort und dann sieht man, was für eine unfassbar dicke Personaldecke die Linken in Österreich haben. Und das ist faszinierend. Das sind Menschen, die kennen sich aus, die haben Expertise, die haben auch Berufe, gelernte Berufe. Babler zum Beispiel, Automechaniker. Und
die brennen für was und die sehen die derzeitigen Probleme der Menschen, sprechen sie an, sprechen sie aus, haben Konzepte, wie man dem entgegenwirken könnte, im Gegensatz zur ÖVP beispielsweise, im Gegensatz auch zur FPÖ, die können nur schimpfen, nur hetzen, aber Programme haben sie keine. Und diese Menschen sind jetzt auf großer Bühne sichtbar und ich freue mich, dass das jetzt so ist. Ich kann mich erinnern, wie ich selbst in der Politik war, war die Sozialdemokratie kaum in den Medien. Nur die Türkisen, die einfach keine Expertise gehabt haben. Jetzt haben wir endlich wieder Expertise in den Medien. Und die kommende Parteispitze, wenn sie klug ist, schaut sie, dass sie nicht nur einen Speaker, eine Speakerin nach außen hat, sondern schaut ganz genau, welche Menschen haben wir. Und die Personaldecke ist dick. Die hat ein breites Fundament, um die Menschen jeweils da und dorthin zu schicken, wo sie am besten kommunizieren können. Also darf ich nur eins sagen, die Personalkette ist insofern dick, als viele Funktionäre dort zu sehen waren, die Sie haben ein paar Namen zitiert, also die, ohne jetzt jemanden nahe zu treten, also ich weiß nicht, die großen Denker habe ich jetzt nicht herausgehört, die mich vom Sessel reißen von der Sozialdemokratie. Ich glaube, die Sozialdemokratie hat natürlich ein Problem. Und diesen Spagat, den ich vorher angesprochen habe, den Sie gemeint haben, den hat sie immer schon machen müssen, der ist jetzt ein ganz anderer. Die Wahrheit ist, dass wir ein neues Zeitalter betreten haben. Es ist nicht nur so dahingesagt, sondern in vielerlei Hinsicht bemerkbar. Sie sehen es auch beim Klimawandel, aber man sieht es vor allem auch in den Sachen Migration und so weiter. Es ist ja nicht mehr so, dass wir in den 70er Jahren sind, da gab es eine Diskussion, Gastarbeiter und in welcher Form und so weiter. Das ist eine ganz andere Voraussetzung gewesen als heute mit diesen Migrationsströmen, die sie haben. Und da werden sich die Sozialdemokraten nicht drüber hinwegschwindeln können, dass man da irgendwie so eine Larifari-Linie fährt. So, man muss mal klare Bekenntnisse abliefern. Absolut, ist man dafür, dass das so weitergeht? Will man ein Asylgesetz verschärfen? Will man jetzt die Grenzen dicht machen? Ja, nein. Und das sind derartig dringende Probleme. Die Frage auch der Inflation, nämlich die wirkliche Inflationsbekämpfung. Nicht einfach da sagen, ich will Steuern erhöhen und dann werden wir weiter so ein Kasperltheater machen und das Geld beim Fenster rauswerfen, sondern mal richtig sagen, bremst man die Europäische Zentralbank ein? Wie steht man zu dem Krieg in der Ukraine? Wie will man den beenden? Und das sind Dinge, da wird man sich nicht mehr drüber hinwegschwindeln können. Und das ist das Problem, das die Sozialdemokratie jetzt hat. Und dass das so toll alles ist und dass die sich so gut verstehen, das würde ich nicht sagen. Wenn Sie sich nämlich anschauen, als man die sich darauf geeinigt hat, die Abstimmung zu machen über diesen neuen oder welchen Vorsitzenden es dann auch immer geben wird, da musste man das Statut ändern. Und zwar, ursprünglich hieß es ja, man muss eine gewisse Anzahl an Unterstützungserklärungen haben und SPÖ-Mitglied sein, glaube ich. Dann konnte man sich bewerben und aufstellen. Dann hat man das wieder geändert, damit eben nur die drei übrig bleiben. Es hat ein SPÖ-Mitglied, das diese Unterstützungserklärungen hatte, angekündigt, klagen zu wollen. Ich weiß nicht, ob er es macht, aber wenn er es macht, würde ich mal sagen, aus anwaltlicher Sicht, er hat gute Chancen, dass er damit durchkommt, weil ich kann ja nicht einfach ein Statut haben und dann, wenn ich merke, oh je, mir passen vielleicht Kandidaten nicht oder sind mir zu viele, jetzt ändern wir das. Also ob das so ein stabiles Zeichen ist von einer Personaldecke, weiß ich nicht. Ja. Ich denke mir, es ist ganz klar, es gibt einen Richtungsstreit und es gibt einen Machtkampf. Und das kann man nicht wegleugnen. So, ist auch offensichtlich gut so, weil die Sozialdemokratie muss sich reformieren, ganz klar. Und es gibt eine dicke Personaldecke, ja, das sehe ich tatsächlich so. Und ich finde es gut, dass quasi der Druck von außen oder von innen so groß geworden ist, dass sie sich hinsetzen müssen, um gemeinsam sich zu fragen, wer sind wir und was wollen wir im Jahr 2023. Das heißt, ich sehe die Chance der Erneuerung, speziell seit gestern, weil ich mir die Reden angehört habe. Und davor, muss ich ganz ehrlich sagen, war ich sehr skeptisch, sehr misstrauisch, was die ÖVP anbelangt, wegen dem Richtungsstreit, der verdeckt passiert ist, wegen den Wahlergebnissen, die sie eben nicht eingefahren haben. Und jetzt denke ich mir, es liegt alles so klar am Tisch, sie müssen sich damit auseinandersetzen und ich traue ihnen auch zu, dass sie das tun. Es sind ja sehr viele wirklich gescheite Leute dabei. Und wenn sie von Funktionären und Funktionärinnen reden, ich weiß nicht, ob sie gestern die Rede der Marina Hanke gehört haben am Rathausplatz, die ist die Vorsitzende der SPÖ-Frauen in Wien. Ich meine, die Frau, die ist gescheit, die hat das Publikum im Griff gehabt, die Leute haben gelacht, die Leute haben applaudiert. Ich meine, die haben wirklich tolle Menschen und ich bin noch einmal froh, dass die Kurz endlich auch sichtbar werden. Ich habe es über den Kurz. Ja, aber der Kurz, also, hat ja keinen Inhalt gehabt. Der Unterschied ist, dass der Kurz keinen Inhalt gehabt hat. Beim Kickl applaudieren sie auch. Das, glaube ich, ist jetzt kein Kriterium, das mich vom Sessel wirft, dass Leute unterhalten werden und mal launige Sonntagsreden hält und alle klatschen. Aber so gewinnt man Wahlen.
Das ist halt ja, so, ja, halt aber, im Jahr 2023. Ja, aber wir reden ja nicht von Wahlen, weil Sie gemeint haben, das sind die Inhalte. Ja? Also allein da so zu den Komödianten zu spielen irgendwo oder launige Das macht der Kickl, der spielt nur den Komödianten. Ich hätte gern beides, Unterhaltung und ein Programm dahinter. Das wäre für mich cool und ich habe das gestern am Rathausplatz gesehen. Wir werden noch genauer auf die unterschiedlichen Reden eingehen. Sie haben gerade auch Marina Hanke angesprochen. Sie war eine der Vorrednerinnen von der Bundesparteivorsitzenden Pamela Rendi-Wagner. Davor haben wir noch gehört den Wiener Bürgermeister Michael Ludwig, genauso auch den ÖGB-Chef Wolfgang Katzian. Alles sehr starke Redner. Hat das auch einen Vorteil für Pamela Rendi-Wagner gebracht, die erst später aufgetreten ist? Das hat jetzt rein vom dramaturgischen Aufbau keinen Vorteil gebracht. Man muss sich aber vorstellen, also wenn ich mir jetzt vorstelle, ich werde so angegriffen und dann stehen plötzlich so viele Menschen da und ich weiß ganz genau, es geht bei mir auch in meiner beruflichen Zukunft um die Wurst, dann könnte ich mir vorstellen, dass ich in allererster Linie große, große Angst hätte. So. Und diese Angst war auch spürbar. Es war Gott sei Dank auch spürbar, wie der erste Applaus gekommen ist und die ersten Buhrufe in Richtung Regierungsarbeit, dass sie aufgetaut ist. Aber sie hat definitiv den schwersten Part gestern natürlich gehabt, ganz klar. Pamela Rendi-Wagner hat auch ganz stark auf die kommende Nationalratswahl schon angespielt, immer wieder auch Seitenhiebe auch gegen die FPÖ ausgeteilt. Tut sie sich damit etwas Gutes aus ihrer Sicht? Naja, nein, sie versucht natürlich ihr Kernklientel zu bedienen, das ist klar, aber wie gesagt, es bleibt dabei, die SPÖ hat ein, ich glaube eher dieses Austeilen gegen die FPÖ war jetzt eher ihrem internen Machtkampf geschuldet, einfach weil sie sich abgrenzen will gegenüber der Tosco-Ziellinie, die ja sozusagen da also rechtsrot ist und sie wollte das Linksrote mehr zeigen. Ich glaube, das ist dem geschuldet. Ich glaube ja diesen Bekundungen sowieso nichts, weil letztlich in der Politik, wenn man das sich anschaut, zählt ja nur der Machtanspruch. Ich sage nicht, dass ich das gut heiße, aber so ist es ja. Denken Sie an den Präsidenten van der Bellen, der gesagt hat, ich weiß nicht, was er wird die FPÖ nicht angeloben, selbst wenn sie die Mehrheit den hat. Also Kickl. Beim ersten Mal, nach, beim, er nicht angeloben. Überhaupt beim ersten Mal, bevor bei der alle, nicht der zweiten Mal, bei der ersten Mal, als er angetreten ist, was ich richtig in Erinnerung habe, hat auch gesagt, die FPÖ nicht. Oder muss ich sogar überlegen, selbst wenn sie die absolute Mehrheit hätte oder so, was gab es doch da? Ja. Jedenfalls, also er hat dann einen Strache gehabt, hat einen Kickl gehabt, also da war es auf einmal alles kein Problem mehr. Deswegen gebe ich an diesen Beteuerungen gar nichts. Ja, das ist jetzt nur ein Getöse und in Wirklichkeit Ausfluss eines Richtungsstreites. Blicken wir zu Landeshauptmann Hans-Peter Doskozil ins Burgenland. Er war gestern auch im Burgenland unterwegs. Die Hauptveranstaltung hat in Krobersdorf stattgefunden. Wenn Sie zurückblicken, Sie waren ja in Wien, dennoch, wenn Sie zu dieser Rede zurückblicken, was ist Ihnen besonders prägnant auch in Erinnerung geblieben? Besonders prägnant in Erinnerung bleibt mir immer, wenn ich den Doskozil sehe. Er tritt auf und man hört quasi schon die Filmmusik leise im Hintergrund von Der Pate. Und egal, welche Funktion er in Zukunft haben sollte, die SPÖ wäre gut beraten, ihn gezielt dort einzusetzen, wo es genau dieses Drama braucht. Wo braucht es dieses Drama? Aus Ihrer Sicht? Das Paten. Naja, ich glaube, das Leben schreibt die besten Dramen. Das spielt sich sowieso schon ab. Also ich glaube, die ganze politische Situation, wenn man sich in Österreich anschaut, ist eher ein Drama. Ja? Also ich glaube, da ist er eh gut besetzt derzeit. Ja. Sie sprechen davon, dass auch gestern sich sozusagen die Kontrahenten nicht gegenseitig ins Gehege gekommen sind. Dennoch, natürlich waren jetzt alle Augen auf genau diese drei Protagonisten auch gerichtet. Natürlich, wer wird sich in dieser Mitgliederbefragung vorerst durchsetzen können? Was meinen denn Sie, haben sich die Kandidaten und die Kandidatin, die amtierende Bundesparteivorsitzende, mit ihren Reden gestern auch klar positionieren können? Ja, das sicher. Also ich meine, die das interessiert, wie gesagt, ich bin ja bedingter Fan des 1. Mai, also dieser Reden, überhaupt von Sonntagsreden, aber für die das interessiert, mit Sicherheit, ja, das war eine ganz klare Abgrenzung von allen Seiten. Also die haben, das war in Wirklichkeit, haben sie ihr internes Programm natürlich gezeigt. Natürlich. Da hat die Tagespresse ja geschrieben, dass die SPÖ jetzt den 1., den 2. und den 3. Mai feiert. Das habe ich ja so gefunden. Nicht nur die SPÖ hat gefeiert, sondern wir blicken noch einmal zurück, auch zur FPÖ. Dort hat man sich in Linz getroffen, in einem Festzelt. Jeder war vor allem eingeladen, das hat auch Bundesparteiobmann Herbert Kickl betont. Wie haben denn Sie seine Rede wahrgenommen? Ich bin nicht dazu gekommen, sie ganz zum Ende zu hören. In einem kurzen Ausschnitt hat er was gesagt von wegen, dass er den Orban cool findet und quasi Österreich zu einem zweiten Ungarn machen möchte. Das habe ich erstaunlich ehrlich gefunden, weil damit ganz klar geworden ist,
was Herbert Kickl tatsächlich für Österreich will, und zwar die Dritte Republik. Und diese ganzen Begriffe wie Lügenpresse oder diese ganzen Dinge, die kommen tatsächlich aus dem Dritten, Systempolitiker und Systempresse, das kommt alles aus dem Dritten Reich, das kann man nachlesen. Und er hat einfach ganz klar gesagt in dieser Rede, für was er steht. Und das ist, wenn man sich Orbán anschaut, das orbanische Ungarn, das ist eine Rückbildung der Pressefreiheit, des Sozialstaates und so weiter. Und ich habe mich gewundert, dass er so ehrlich ist. Und wenn wir vom Proletariat sprechen, ich warne alle Menschen, die jetzt nicht wissen, für welches Geld sie sich das Essen leisten können, wie sie sich ihre Mieten leisten können. Diese ganzen Probleme, die uns massivst treffen, und zwar auch im europäischen Vergleich in Österreich wirklich massiv, massiv treffen, warne ich, geht diesem Rattenfänger nicht auf den Leim, weil der meint es nicht gut mit euch. Der will die Dritte Republik errichten und hat von dem Aufbau eines Sozialstaates hat er keine Ahnung. Also bitte geht's zum Schmied, und das sind die linken Parteien, immer schon gewesen, und nicht zum Schmiedl, das sind die rechten Parteien, die hetzen, die immer dem Volk das geben im Wahlkampf, was das Volk hören will, aber in Wirklichkeit eine ganz, ganz andere Agenda fährt. Und wenn wir uns erinnern, die Sozialministerin der FPÖ zwischen 2017 und 2019, die Hartinger Klein, jemand, die hat allen Ernstes gesagt, dass man von 150 Euro im Monat leben kann. Das ist die FPÖ, wenn sie in Regierungsverantwortung ist. Und ich bitte alle, die sich überlegen, die vom Kickl, von seiner Rhetorik begeistert sind, die sich überlegen, die FPÖ zu wählen, bitte wählst den Schmied und nicht den Schmiedl. Naja, ich darf mir eins sagen, ich muss jetzt nicht jemanden verteidigen, aber wissen Sie, wenn Sie sagen, mit den 150 Euro, ich bin schon bei Ihnen, das war ein desaströser Ausdruck, aber da fällt mir von der linken Seite auch einiges ein, zum Beispiel die Frau des Altbundespräsidenten Fischer, die, glaube ich, in einem Interview mal gesagt hat, wie wird die Zeit sein, wenn ich keinen Chauffeur mehr habe nach 20 Jahren mit dem Chauffeur und wir vielleicht privat dann oder fahren müssen. Das ist, glaube ich, auch nicht gerade eine tolle Ansage ans Kernklientel. Also da wäre ich schon vorsichtig. Ich glaube, das hat mit rechts, links überhaupt nichts zu tun. In Wirklichkeit sind das die Berufspolitiker. Ja? Und das ist halt das. Man verspricht den Leuten irgendwas, damit man gewählt wird. Ja? Das ist so ein allgemeines Szenario. Ja? Man will einfach nur, dass man gewählt wird. Und wenn man dann an der Macht sitzt, dann schauen Sie sich einmal an, was dann passiert. Hier erinnere ich beim Sebastian Kurz, der damals gefordert hat, wir wollen wie in der Schweiz viermal im Jahr eine Volksabstimmung haben. Das war sogar auf der Webseite nachzulesen. Es war keine Rede mehr davon. Man natürlich hat nicht einmal mehr über das Rauchen abgestimmt. Nicht einmal mehr das hat man den Leuten. Obwohl es 900.000 Unterschriften gab. Und ich habe dann nachgeschaut, weil ich damals einen Artikel schreiben wollte und habe das komischerweise auf der Webseite nicht mehr gefunden. Dieses Ansinnen, wir wollen viermal im Jahr eine Volksabstimmung wie in der Schweiz haben. Und das ist halt die Berufspolitik. Das würde ich nicht an links und rechts geltend machen. Ich habe es schon einmal gesagt und ich sage es immer wieder, die Lösung ist nur die direkte Demokratie. Die Menschen müssen das Heft des Handelns in die Hand nehmen, dann ist es auch wurscht, wer in der Regierung sitzt, ob die Rot, Schwarz, Grün, irgendwas sind, ist es vollkommen egal. Solange die Leute der Regierung die rote Karte zeigen können, ihre Interessen durchsetzen können, ist es perfekt. Und dann haben wir auch nicht mehr das Problem, dass Wahlversprechen gebrochen werden, dass man sich auf alles Mögliche ausredet und fertig. Aber das ist kein Links-Rechts-Problem aus meiner Sicht. Das ist ein Problem der Berufspolitik allgemein. Da gebe ich Ihnen auch recht, also unter anderem auch aus meiner eigenen Erfahrung. Es ist natürlich als Chefin einer Parlamentspartei toll, wenn man Referenten, Referentinnen hat, wenn das Taxi, also ich habe nie einen Dienstwagen gehabt, den habe ich abgelehnt, aber wenn ganz klar ist, jemand anderer ruft für mich das Taxi und die Maske kommt ins Büro, bla bla, und jemand führt den Terminkalender, also man gewöhnt sich sehr schnell, wirklich, muss genau. Ich auch sagen, an diese Privilegien, man wird immer gehört und hofiert und alle Türen gehen auf, man lernt tolle Menschen kennen. Und wenn es dann plötzlich alles wegfällt, dann schlagt man erstmal am Boden auf. Man überlebt es aber. Und ich sehe das schon auch so wie Sie. Und natürlich geht es in allererster Linie darum, momentan zumindest in Österreich oder in vielen europäischen Demokratien, Wahlen zu gewinnen. Und da bin ich auch ganz auf Ihrer Seite, dass diese Art der Politik in eine Sackgasse führt. Ich bin auch definitiv für mehr Bürgerbeteiligung, allerdings mit einem anderen Modell, und zwar mit den Citizen Assemblies, mit den Bürgerparlamenten. Die sehe ich tatsächlich als Chance, dass die Demokratie in der westlichen Hemisphäre tatsächlich sich weiterentwickelt und damit zukunftsträchtig ist. Das sind wir einer Meinung. Über die Methodik sind wir unterschiedlicher Meinung. Ja. Generell sehe ich auch, das ist die Zukunft der Demokratie, selbstverständlich. Ja. Weil Menschen, die Experten, Expertinnen,
die sitzen ja dort, wo sie arbeiten, Tag der Arbeit. Mhm. Also die Alleinerzieherinnen können, haben die Expertise übers Alleinerziehen sein. Diejenigen, die bei der ASFINAG arbeiten, die wissen, was ist im Straßenbau notwendig. Die in der Werbung sitzen, die ganzen Ein-Personen-Unternehmen, die ganzen Selbstständigen, die wissen natürlich am besten, wo der Schuh drückt und haben dann eventuell auch schon, haben wir bei Corona gesehen, da sind einige dann doch tatsächlich eingebunden worden, die kennen auch die Lösungen. Deswegen bin ich da zu 100% auf Ihrer Seite. Man sollte die Politik nicht den Politikern überlassen. Ja. Uns läuft schon langsam die Zeit davon. Eine kurze Frage noch. Gestern hat sich Bundesparteiobmann Herbert Kickl doch bereits als zukünftiger Kanzler präsentiert. Was aus Ihrer Sicht wird Herbert Kickl der nächste Kanzler in Österreich? Das ist, präsentieren kann man sich immer. Man kann sich auch für alles empfehlen. Mhm. Wie heißt so schön, viele sind berufen, nur wenige sind auserwählt. Ja. Was dann wirklich sein wird, wird man sehen. Aber natürlich derzeit haben sie ein Hoch durch die Wahlen in Niederösterreich und in Salzburg, wobei ich auch Salzburg überschaubar finde. Ja. Man darf nicht vergessen, dass gerade in Salzburg die FPÖ von einem sehr niedrigen Stand weggestartet ist, weil die letzte Wahl dort überhaupt nicht glücklich verlaufen ist. Stichwort CETA damals, das hat, glaube ich, ziemlich zurückgeschlagen, als man dann doch in der Regierung das Abkommen irgendwo mitgetragen hat. Mhm. Also ich würde mal abwarten, wann die Wahlen sind und wer dann überhaupt antritt. Vielleicht gibt es Überraschungen. Mhm. Also man sollte sich nicht zu rasch selbst ausrufen. Naja, und bei der letzten Wahl in Salzburg waren es ja quasi zwei FPÖ-Parteien, also zwei rechte Parteien, die quasi gegeneinander angetreten sind. Wenn man die Stimmen dieser Parteien wieder in einen Topf wirft, hat die FPÖ in Salzburg heiße 2% dazu gewonnen. Also das war kein fulminanter Erdrutschsieg. Nein, den Erdrutschsieg hatten tatsächlich die Kommunisten. Ja, mit über 11%, die eingefahren wurden, auch mit dem großen Thema natürlich die Wohnen. Mietkosten, das Wohnen, das hat den Ausschlag gebracht. Dann sage ich vielen lieben Dank, Frau Stern, vielen lieben Dank, Herr Valentin, danke auch für Ihre Zeit. Wir sehen einander in Kürze wieder. Wir gehen damit in eine kurze Werbepause, melden uns sofort zurück.